VfB Stuttgart, Toni TÜV Rheinland. Großer Erfolg ist natürlich für die Mannschaft aus Tokio der Einzug ins Viertelfinale. Die letzten acht waren man bisher noch nicht gekommen. Es gab 2008 einen 11. Platz, 2012 einen 12. Platz für die Mannschaft von Tokio Verdy. Die Grünen, Verdy, der Vereinsname heißt, kommt aus dem italienischen Verdy Grün. Daisuke Araki und der trifft bereits zum vierten Mal ein. Bester Weltergang 2017. Yeah.
Der Trainer vom FC Nippon Tokyo Verdy, Shinji Fujiyoshi, ist in Japan kein unbekannter. 299 Profispiele hat er in Japan absolviert für Verdy Kawasaki. Kyoto Sange FC, Vegalta Sendai, richtig gehört, die waren auch schon hier. FC Ryukyu und Hiramans Kyushu. Dazwischen war er sogar ein Jahr in China als Profi. 2003 bei Chengdu, hier Chengdu FC. Thank you.
Und jetzt noch eine Spielminute. Spielstand zwischen FC Tokyo Verdy und VfB Stuttgart. 1:1. Der Sieger wird das zweite Halbfinale bestreiten. Punkt 15:15 gegen den FC Schalke 04. Gleich im Anschluss, direkt nach dem 9-Meter-Schießen, das erste Halbfinale zwischen Lech Posen und dem Karlsruher SC. Thank you.
Ausgleich 3:3. Der Torschütze, U17 Nationalspieler Erik Ottmann. Und das 4:3 für Tokio Verdi. Der Torschütze Yuto Tsunashima. Es bleibt beim 4:3 für Tokio Verdi im Tor von Tokio. Keiya Sato. Und das 5:3 für Tokio Verdi. Der Torschütze, die Nummer 7, Seita Murata. Stuttgart kommt nochmal an. Der Torschütze, U17 Nationalspieler, Marcel Barnwald. Es bleibt beim 5:4 für Tokio Verdi, der letzte Schuss von Stuttgart. Hat sie erkannt, die Stuttgart im Rennen zu halten. Und er schafft es, 5:5, es geht weiter, Torschütze Lukas Schuckenböhmer. Thank you.